Bypass-Operation, die wir bei Frau Wielersam vorgenommen haben, ist ja erfolgreich verlaufen. Verstehen Sie mich? Ja. Ja. Das Problem ist, dass die Herzkranzgefäße insgesamt verengt sind. Wir werden mindestens einen weiteren Bypass brauchen. Das bedeutet weitere Operationen. Ich habe hier eine Aufstellung vorbereitet. Entschuldigung. Frau Wielersam müsste länger in der Klinik bleiben. Und dass weitere Kosten entstehen. Das können wir nicht bezahlen. Ja, Sie werden das sicher untereinander besprechen wollen. Ich hoffe, dass Ihr Touristenvisum so lange gültig ist. Ich kann das Geld aufbringen. Du? Lass ihn doch. Dass die Herren so hochstehen. Maravan, warte. Das ist viel zu viel. Das musst du nicht allein bezahlen. Ich kann was übernehmen, okay? Nein, ich will das. Das ist meine Großmutter. Ich weiß, aber Nangai war auch für meine Familie da. Bitte lass mich was zahlen. Ich habe was gespart. Für dein Restaurant. Hat sie mir erzählt. Maravan. Ich weiß, du hältst nicht mehr viel von mir. Ich hab dich nicht kränken wollen. Also nimm's nicht persönlich. Du willst mich nicht heiraten, Sandana. Das ist persönlich. Meiner Kindheit. Als Koch kann man Kaltes in Warmes. Man sagt, dass Nangai dir beigebracht hat, wie man Essen kocht, das Lust macht. Ist das möglich? Und Hartes in Weiches verwandeln. Mann und Frau. Welches ist die Frau? Beides. Aber nicht Böses in Gutes. Ich möchte, dass du genau dasselbe kochst wie neulich. Also mit genau der gleichen Wirkung. Für Freunde von mir. Die brauchen Hilfe. Also, wenn du so gut kochst, wie er aussieht. Das kannst du nicht bringen. Schneid wenigstens die Eier ab. Hat's funktioniert? Natürlich! 50-50 Geschäftspartner. Bist du schon mal verliebt? Das sind meine Freunde von Love Food. Die Granaten gehen nicht an Land, bevor ich hundertprozentig sicher bin, dass das Geld da ist. Heilmann ist ein Waffenhändler. Auf jeden Fall hat er gut gezahlt. In dem Krieg hast du deine Eltern verloren und du kochst für ihn? Weiß Nangai, was du mit ihren Rezepten machst? Der Koch. Hatten Sie reserviert? Demnächst im Kino.